Und damit begrüße ich euch zum Infovideo nach der Qualifikation zum Weltpokal 2020. Ich hoffe, ihr seid alle gesund zu Hause. Wenn nicht, dann geht jetzt ganz schnell nach Hause, guckt euch das Video an und versucht einigermaßen gut durch diese Zeit durchzukommen. Gestern Abend ist die Qualifikation zu Ende gegangen. Wir haben jetzt alle 32 Mannschaften in den vier Lostöpfen. Ich habe mir gedacht, das Infovideo soll auch das Ganze nochmal zusammenfassen. Wir haben also Top 1 mit Kanada, Belgien, Brasilien, Spanien, den Niederlanden, Portugal, Kolumbien und Italien. Top 2 mit Argentinien, Uruguay, Deutschland, England, Kroatien, Mexiko, Dänemark und der Ukraine. Top 3 Venezuela, Wales, Südkorea, Senegal, Algerien, Japan, Iran und die USA. Und los Top 4 Australien, Nigeria, Marokko, Costa Rica, Schottland, Tunesien, Jamaika und Neuseeland. Das sind die Teams, die sich qualifiziert haben und die Auslosung findet am Freitag statt. Ich hoffe, dass ich das hinkriege mit dieser Live-Funktion auf YouTube. Dann würde das Ganze nämlich tatsächlich um 20 Uhr am Freitagabend, naja, sagen wir 19 Uhr am Freitagabend erscheinen. Dann haben wir alle danach noch Zeit, um uns die Nachrichten anzugucken und alles. Also sagen wir 19 Uhr am Freitag, den 10. April. Dann wird die Auslosung stattfinden. Technischer Hinweis, die Auslosung erfolgt dieses Jahr noch vor der Bekanntgabe der Gruppen. Ich kenne also zum Zeitpunkt, in der ihr sozusagen das erste Mal die Gruppen seht, in der für euch die Auslosung stattfindet, ich kenne das Ergebnis zu dem Zeitpunkt schon. Ich hoffe, dass ich das bis zum nächsten Jahr noch anpassen kann. Aber in diesem Jahr war es technisch noch nicht möglich, das sozusagen wirklich 100% live zu machen. Der Hintergrund der ganzen Sache ist, ich habe ein Programm selber geschrieben, das sozusagen die Auslosung vornimmt. Und im Moment spuckt das sozusagen am Ende das Ergebnis aus. Und das ist aber noch ziemlich unspektakulär. Das wäre, glaube ich, für eine Präsentation der Gruppen echt ein bisschen wenig. Das Programm werde ich weiterentwickeln und wenn alles gut klappt, dann macht das im nächsten Jahr sozusagen den ganzen Kram, den ich jetzt mit PowerPoint-Präsentationen mache, von selber. Dann könnte man also tatsächlich auf den Knopf drücken und ich weiß vorher auch noch nicht, was eigentlich am Ende rauskommt und bin dann selber genauso überrascht und und die zusammen in der Gruppe. Dieses Jahr ist das noch nicht ganz so möglich. Und um den Hintergrund zu erläutern, also dieses Programm lost tatsächlich völlig frei acht Vierergruppen und prüft dann im Nachhinein immer erst, ob sozusagen alle Voraussetzungen erfüllt sind, also nicht zwei aus einer Konföderation, bei Europa nicht drei aus einer Konföderation. Und wenn das alles erfüllt ist, dann spuckt es sozusagen das Ergebnis aus. Ansonsten kommt in der kleinen Kommandozeile das Kommando Restart, dann weiß ich, okay, da hat er gerade Gruppen gelost und die waren sozusagen nicht den Anforderungen entsprechend. Da waren zum Beispiel zwei südamerikanische Mannschaften in einer Gruppe. Das ist also der Hintergrund. Ich wollte dieses Programm einfach schreiben, um mir sozusagen diesen Aufwand dieses merkwürdigen Losens zu erleichtern. Im nächsten Jahr kann dieses Programm dann sicherlich auch schon richtig schön präsentieren, wer in einer Gruppe ist. Und dann machen wir das im nächsten Jahr noch ein bisschen spektakulärer und auch für mich noch etwas überraschender. Der Hinweis jetzt zu diesem Zeitpunkt auf den Twitter-Account des Weltpokals. Ich habe gedacht, jetzt ist an der Zeit, jetzt machen wir mal einen Twitter-Account. Da werde ich jetzt auch in den nächsten Tagen so die ersten Infos schreiben. Übrigens auch die Trikots veröffentlichen für den Weltpokal. Es wird nochmal einen neuen Satz geben. Ich habe ja erst gesagt, nee, also der aus der Quali wird mitgenommen. Habe dann auch gedacht, nee, also neues Turnier, neue Trikots, die dann ab jetzt bis zum nächsten Weltpokal, also für die nächste Qualifikation mitgenutzt werden, so wie das ja in echt auch ist. Die werde ich dort auch veröffentlichen und dann wollen wir doch mal schauen, was am Freitag bei rauskommt. Dann wird natürlich auch im Wiki-Artikel, der ist auch in der Beschreibung, alles ergänzt. Da findet ihr viele Informationen auch zu den letzten Weltpokalen, Statistiken. Ich habe nützliche und weniger nützliche Statistiken dort alle aufgeschrieben. Dort könnt ihr also sozusagen auch nochmal alles anschauen.
Dann natürlich der Hinweis, auch wenn die Quarantäne jetzt ist und der Weltpokal erst im Sommer kommt, wenn hoffentlich das Gröbste alles schon vorbei ist. Ihr findet auf diesem Kanal 3x64 Weltpokalspiele aus drei Turnieren 2015, 18 und 19. Da sind sehr viele gute Spiele dabei, da sind auch einige dabei, die ich jetzt nicht unbedingt nochmal schauen würde. Vielleicht mache ich da auch nochmal so eine Playlist eines Best-of oder sammle die überhaupt nochmal ordentlich in den Playlists pro Turnier. Also das findet ihr dann in einigen Tagen, denke ich, auch in dieser Beschreibung oder auf dem Twitter-Kanal oder wo auch immer. Ich habe daran überhaupt keinen finanziellen Vorteil. Ich bin also jetzt nicht hier und sage, ich kassiere schön ab mit der Corona-Krise und ihr guckt euch die Videos alle noch ein drittes Mal an. Ich kriege keinen Cent und das ist auch gut so, finde ich. Das waren also die Hinweise jetzt fürs erste. Twitter für die neuen Informationen. Der Wiki-Artikel für alle Informationen und die letzten Weltpokals für die, die vielleicht ein paar Minuten Ablenkung brauchen und die Fußball unkorrupt und ganz ehrlich auf dem digitalen Platz sehen wollen. Das also findet ihr alles hier. Bleibt gesund, wir hören uns am Freitag um 19 Uhr wieder, dann zur Auslosung der Weltpokalgruppen und bis dahin eine schöne, gesunde Zeit zu Hause.